Liebe Frau Stojka, Sie sind in der Steiermark geboren, in Graubart in der Obersteiermark, aber wie es bei Zigeunern waren, haben Sie keinen fixen Ort gehabt, sondern Sie waren fahrende Zigeuner. Können Sie uns ein kurzes Erlebnis erzählen aus Ihrer Kindheit? Ja, ich kann. Es ist so, dass wir im 16. Bezirk gewohnt haben. Eine Frau, ein Mann, mein Vater, meine Mama, mit Kaiserschmarrn, gebratenen Kartoffeln und glücklich. Einfach nur glücklich, einfach nur eine glückliche Familie. Ohne Zank, ohne Neid, ohne Bösigkeit. Wir waren glückliche Menschen. Bis der Hitler kam. Und können Sie das kurz erzählen, wie das war, als Sie dann zusammengetrieben wurden in Wien und dann in die KZs gekommen sind? Wir sind am 31. März 1943 abgeholt worden von der Gestapo mit Bastauto, und man hat uns bedroht, man hat unsere Kinder geschlagen, man hat unsere Hunde erschossen an Ort und Stelle. Dann kamen wir nach die Rosauerlände im 9. Bezirk, ganz ein schlimmes Gebäude. Es war schlimm. Wir sind 2700 Menschen zusammengetrieben worden. Und in der Enge der Menschheit, wenn man einen Knopf gehabt hat auf dem Pullover oder auf dem Sakko, ist das aufgegangen. Dann sind die alten Frauen halbnackt dagestanden. Die Frauen sind reingekommen, die waren schwanger, haben Kinder bekommen, die Kinder sind verhungert, es war keine Milch in der Brust, es gab kein Wasser, es gab kein Brot. Man hat den Kindern, die alten Frauen hatten in den Rücken Brot versteckt und Semmeln. Und das haben sie zerkaut und den Babys in den Mund, von Mund zu Mund hinein gesprüht. Aber die Kinder sind gestorben und die Mutter auch. Sie schreiben einmal die Wahrheit, die Angst und das Elend und was sie wirklich mit uns gemacht haben, kann ich nicht erzählen. Wir wollen jetzt auch nicht weiter über diese Erfahrungen sprechen hier im Gottesdienst, aber vielleicht eine, die uns alle beeindruckt hat, wie wir es das letzte Mal gehört haben. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie das war zum Schluss bei der Befreiung in Bergen-Belsen und da diese Erfahrung mit dem einen jüdischen Soldaten. Ja, er stand plötzlich vor mir, er sprang aus dem Panzer und stand vor mir. Gab mir in meinen Rock riesengroße Dosen mit Brot und Nüsse und Kaffee und Tee und Butter und verschiedene Kekse. Und ich dachte, ein Engel steht vor mir, denn er hat gesagt, wir sind frei, wir dürfen nach Hause gehen. Und er fragte mich, wo ich wohne, wo ich bin. Ich sagte, ich bin von Österreich. Das hat gepasst, von Austria, denn in Wirklichkeit hat Austria eine Schokoladenfabrik, eine Papierfabrik. Und dort hat mein Vater gearbeitet, aber er wurde sehr rasch abgeholt als Erster. Und im März 1941 war er schon tot. Dann wurden wir abgeholt. Die ganzen Kinder, 6 Kinder, sie brachten uns eben auf die Rosauerlände, von dort nach Auschwitz. Mama, wie war das mit dem Gewehr?
mit dem Gewehr, als der Soldat dir das Gewehr gab. Ja, das Gewehr war so. Er wusste, wie ich ihm erzählt habe, dass der eine Soldat meine Mama auf den Kopf geschlagen hat und mich auch. Da hat mir dann der Engländer sein Gewehr gegeben und hat gesagt, geh hin zu diesem Mann, hau ihm am Kopf, aber anständig, fürchte dich nicht. Wir sind Alliierte von England, wir beschützen dich alle. Alle hier, du kommst nach Hause zu deiner Familie. Ja, und ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Ich kann einen Menschen nicht am Kopf haben. Ich tue mir das selber weh, das mache ich nicht. Sie haben gesagt, dass Sie auch allen Nazis vergeben haben. Ich habe ihnen vergeben. Ich habe es auch niedergeschrieben. Weil die Kinder, die Nazis sind ja auch dann nach Hause gegangen zu ihrer Familie. Sie hatten Kinder und geboren sind Kinder auch. Und die sind auch heute so alt wie unsere Kinder. Also die können nichts dafür. Die heilige Maria, Mutter Gottes und Christus soll ihnen vergeben. Aber sie sollen nachdenken, dass sie so etwas nie wieder machen. Das ist Ihr großes Anliegen auch, dass Sie uns sagen wollen, dass das nie wieder geschieht. Das darf nie wieder passieren. Die Menschen sollen sich die Hand geben und sollen um Vergebung bitten, dass so etwas nie wieder passiert. Das darf nie wieder. Auschwitz ist eine Gedenkstätte, ist Vater und Mutter für alle KZ-Frauen. Dass so etwas nie wieder passiert, geschieht. Und das war auch der Grund, dass wir dieses Mahnmal hier errichtet haben, was wir dann das erste Mal gemeinsam anschauen werden. Ja, genau. Sie sind eine sehr gläubige Frau. Bin ich. Bei uns Zigeuner alle. In jedem Wohnwagen ist eine kleine Kapelle. Irgendwo kann man die sehen auf einem Film. Eine kleine Kapelle, da steht die Maria Mutter Gottes drin, in Blau, in Gold. Und ja, wir lieben sie, wir lieben in der Früh, ganz früh, stehe ich auf. Und das der erste Weg ist zur Maria Mutter Gottes, küsse ihre Samen, Rocksamen, und bitte sie um das heilige Brot, dass meine Kinder keinen Hunger leiden. Es ist nicht immer alles leicht für uns. Sind Sie nie an Gott verzweifelt, dass er so schreckliche Dinge geschehen hat lassen? Noch einmal. Bist du nie an Gott verzweifelt, dass er das alles geschehen hat lassen? Nein, er ist nicht schuld. Gott, ach Gott, Gott hat so viel geholfen. Und der Glaube, wenn wir den verloren hätten, wäre ich heute nicht da. Wir haben fest an ihn geglaubt und wir werden immer das tun. Und Gott ist nicht schuld oder Maria Mutter Gottes. Im Gegenteil, ich lag zwischen die Toten drinnen, zwischen 2700 Toten lag ich. Da fand ich einen Gürtel. Meine Mama hat den Gürtel so lange im Mundstuhl gekaut, bis sie mir in den Mund gesteckt hat. Sie hat gesagt, das ist ein Schweinsgürtel, ein Schweinsleder. Schluck es runter, sonst siehst du deine Brüder nie mehr. Ich habe es runtergeschluckt, alles, was sie gesagt hat, habe ich getan, sonst wäre ich heute nicht da. Dann waren wir frei. Wir sind Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch auferstehen. Das war heute in der Lesung. Und das ist auch Ihre Erfahrung. Und im Evangelium hat es geheißen, ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Er war auch bis zum Ende in den KZs, haben Sie gefühlt, dass er bei Ihnen ist. Ja. Ja, und wir beten ihm heute noch an, dass so etwas nie wieder passiert. Und ich bitte die Menschheit, und vor allem die Kinder, die Jungen, die unser Schutzmantel sind, dass sie einen den anderen die Hand geben und dass sie nie mehr das Böse zulassen.
nicht wegschauen. Es ist die Zeit wieder da, wo man heute wieder das Buch heilig für sich schreibt. Und wir schreiben 2012. Es ist traurig. Wer wird die Wahl, sie sind alle Wähler, wer wird die Wahl gewinnen? Ich habe Angst vor Strafe. Wie heißt der? Ja, von gewissen Politikern. Ja. Wir haben Angst, dass etwas wieder passieren könnte. Es gibt Auschwitz, es ist offen, aber es gibt auch die Menschen dazu in diesen Jahrhundert. Bitte, überleg das. Lasst unsere Kinder eine, gebt ihnen eine Chance, dass so etwas nie wieder passiert. Danke vielmals. Danke. Danke.